Oh wow. Das war noch zu gut. Mana? Ich habe noch keine Mana Box. Bottle habe ich aber. Also auch, die sind da wahrscheinlich noch alle. Ja. Gut, die Phantom Assassin hat auch gleich Battlefield gefährdet. Was ist jetzt Mana? What? Ja, hauen sich's alle rein, mein Wort, die Wahnsinnigen. Das sind ja ein paar Leute hier drin.
Kennst du schon Hatred? Ja. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie publicity geil kann man eigentlich nur sein? Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich verstehe, wieso sie es so machen, aber ich find's. Aber ich glaube nicht, dass es. Ich find's absolut falsch. Das ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt. Falsch. Ich finde es nur falsch in dem Sinne, weil es dann zerlegt wird und es wieder heißt so, ja, Games and Violence and stuff. Ja, man sollte eigentlich da der Meinung sein, dass heutzutage Spiele... Ich meine, es ist ein fucking Spiel, aber die meisten Leute sind halt, checken es nicht. Ja. Gehen das Ganze komplett anders an, deswegen passt es noch nicht in diese Zeit. Na, das Problem ist einfach, dass sie... Ich weiß nicht, ich denke mal, dass heutzutage Spieleentwickler mehr Hirn haben sollten, als so einen Scheiß rauszubringen. Ganz ehrlich. Ja, sie bringen damit jetzt. Ich verstehe es. Alle Games in Gefahr, wenn sie den Sie machen ja absichtlich auf Konfrontation. Und es ist die beste Möglichkeit, Werbung zu machen für sie, die sie bekommen. Verstehe ich voll. Wird nicht so viele Leute geben, die sich das checken werden, aber. Das nicht, aber. Sie wollen nur provozieren. Allein die Publicity, die sie haben. Hm. Mit diesem ersten Ingame-Trailer. Fuck CGI-Trailer von Blizzard oder irgendwas. Ja? Die können sich hinten anstellen. Ein Spiel über einen Serienkiller. Danke fürs Gespräch. Und die ganzen Leute wie die Sarkisian und Co. haben wieder ein Ding mehr, um auf die Balustraden zu steigen. Ja, bitte, wie kann ein Anti-Mage von einem Timber so umgebracht werden? Ja. Es hätte die Gaming-Community nicht schon genug Probleme. Ohne solche Koffer-Kinder. Ich verstehe es ehrlich nicht. Es ist einfach nur dumm. Das einzige Wort, was dafür gibt, es ist dumm, wie es die macht. Die Welt ist noch nicht bereit für so eine Art von Spiel. Und denken Sie nicht. Ich denke schon, dass die Welt bereit ist für so eine Art von Spiel, aber nicht mit der Art und Weise, wie aktuell über Spiele berichtet wird, beziehungsweise... Hey, also dementsprechend sind sie nicht bereit. Wie mit Spielen umgegangen wird im Allgemeinen. Oh, what the fuck macht der Zeus? RIP Videogames. Ja. Over. Ah ja, bevor es ausartet, ich streame. Na passt. Du, Beep! So, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Sollte es ausarten. The Mana. Ah, okay, ist wieder da. Dann doch nicht. Also ich denke, was sie machen hätten müssen mit Hatred, sie hätten im Ganzen einen sozialkritischen Aspekt verpassen müssen. Ja. Dann wird es funktionieren. Ja. Vielleicht machen sie es ja noch. Ich dachte, der Zeus ist noch da. Ja, ich auch. Hm. Weil im Trailer sagte er, ja, sind ganz Teams voller Hatred and stuff and shit. Ja, und er ist das Resultat davon. Ja, aber sie haben ja auch
Also soweit ich es bis jetzt mitbekommen habe, ist es ja so aufgebaut, dass quasi steht auch zumindest, was ich mitbekommen habe, überall so drinnen. Es geht nur darum, sinnlos Gewalt auszuüben. Es gibt kein höheres Ziel oder irgendwas, es geht einfach nur darum. Just kill everybody and anything. Naja. Im Trailer sagt er eh wieso. Ja. Aber es reicht halt nicht. Darum geht's mal. It's not enough. There has to be more. Brauchen eine Story und Plot-Twists. Sonst oh, Plot-Twists. Sonst geht gar nichts. Alle ausgelutscht. Hast du es gesehen? Ja. Hintereinander. Aber du hast dich schön festgehalten. Aber wie der Timber so Level 14 ist, ist mir unbegreiflich. Thanks. Was ist denn irgendwie so noch? Willst du Charges haben? Ja, bitte. Mana brauchst du ganz klar. Nö, hab voll. Gut gewartet. Hat shoppen gehen. Ja, Dreck. Ja. Hm? Ich hab eh alles gewartet und seh's so und renn nicht weg, weil ich nicht auf die Minimap schau. Das unten? Ja, ja. Ich sehen, dass ja. Da kommt. Aber ich ja. Wow. Ah! Sorry, das war zu geil, der Blick. Das ist der Nummer 5, der mich geht oder so.
Skype schon fertig. Nice. Plät. Oh wow. Ja. Ist ja Anti-Mage. Das ganze Spiel lang nichts machen. Nichts machen und dann abgehen wir Zäpfchen. Zäpfchen. Der Ogermagier hat einen Skullbasher. Ja. Ich habe einen Fast-Stuff. Wow. Rex Phantom. Das hat 6000 Gold an, du Mensch, oder? Da ist eine Illo-Rune oben. Wenn ich Creeps auslutschen gehen will, bin natürlich Magie-Immune da.
Rubik's schaut so aus mit einer Estron. Ja, ich habe ihn doch schon aufgekommen. Ja, er hat sie wirklich gefasst. Und wieder gebasht. Okay, das will ich nicht. Na, brutz, brutz. Wanker. Na dann. GG easy.
Ey, ich hab 2 Kills gemacht. Whee! Anti-Mage. Battle Fury, Monkey King, Manta Style, Vladimir, Skull Basher und Divine Rapier. Ja, seine Schuhe dann noch verkauft. Ogre Magic, Chrysalis, Maelstrom und Skull Basher. Ja. Machst du noch eine oder Schluss? Jo, machen wir noch eine. Sag mal, wenn es losgeht, weil vorhin habe ich keinen Sound gekriegt. Ah, jetzt, oder? Ja. Was? Na, no. Ja, Finding Service, oder? Jetzt geht's los. Irgendwas haben die Server, oder? Faceless, Gerendont und Ruby. Wir haben die Schirrhelden. Was? Naja. Wir haben hässliche Helden. Hässliche Helden? Hand of Midas Face? Nein. Ich glaube, gegen die kann man scheißen, wenn du das machst. Sicher? Ich habe noch nie Hand of Midas mit Faceless baut, deswegen frage ich. Was ich gehe in die Hard nennen? Okay. Was? Nein, no, mir ist das egal. Wir haben halt
schöne Heroes, die auch noch, wenn sie nicht gerade in der Bubble fange, draufhauen können. Ja, wir haben zumindest lauter Fernkampfhelden, oder? Ja. Und die nicht. Drei laufen schon ohne hin. Nein, die machen Rausch. Machen Rausch. Okay, so. Das macht nichts. Also First Blood ist nicht so tragisch. Dafür, dass dort, ich glaube, 10 Bottles bei Roche verbraten haben. Wie, aber wie der eine gleich pinkt, weil ich in der Mitte ein Last Hit mache, weil er noch 10 Kilometer weit entfernt ist. Nervöser Zeigefinger. Mhm. Ich hätte ja fast dann vierfach Kill gehabt. Was? Achso, weil alles so low. Die waren alle so low und ich hab mein Ding noch gecastet, mein Netherblast. Der Shakiro kennt kein Denein. Super. Alle da. Radi da da da.
Mr. Shakiro, wenn der früher reagiert. Das sind üble Ganker, die Typen. What the fuck? Dreifach Multicast? Alle drei am Topfen, oder was? Was? Nein, dreifach Multicast, Stun, ich war tot. Also Stun Damage, Damage. Ja, du bist dem Damage nicht ausgewichen. Nein. Ich hab Backtrack Level 1, 10%. Keine Frage, aber. Könnt vielleicht Rausch machen, der Geschiss. Jetzt habe ich einmal den Stun. War wieder Multicast. Ekler.
Oder pinkt er überhaupt nicht? Was? Wenn ich ihm das Leben rät. Ein Stun und ich verliere 700 Leben. Minuten 77 Last Hits geht, oder? Achso, ich hab mir gedacht, der Tisch steht schlecht. Nein, ich hab Solo Lane da oben, kein Gegner, ich krieg jeden Last Hit. Mask of Madness und Maelstrom fertig. Umkaut habe ich leider keinen, weil den Last Hit hat der. Mist gemacht. Der Jack Hero. Außer Tango? Was? Nee. Ja, Mask Platz mit mir durch gibt dann. Oh. Danke. Oh. Ich weiß, es war ein bisschen überraschend. Das war so eine Bauchentscheidung. So. Ah, den könnte ich ja umhauen.
Gut, genauso uncontested wie du bist, ist leider auch der Ursa von Jana. Du Mana? 6 Sekunden, ja. Warte, dann komme ich zu dir, weil da, ich habe wieder Bubble ready. Okay. Ja, hau dich in die Mitte rein, aber bleib noch hinten stehen. Ja. Bete ein bisschen und dann. Genau, das wird nichts da. Warum gehst du weg? Killen wir wen? Hm? Okay. Oder werden gekillt. Hat der noch Aegis? Nein. Kommst du? Ja, ich bin schon am Weg ins Ding. Da ist er. Geleck! Fuck's sake, den Woker gleich dahinter. Ich muss da. Hundertzwölf Last-Hits habe ich schon. Bubble hat Cooldown. Ein Unterturm. Wollen wir es probieren? Ah, du bist auch da, aber du hast keine Bubble oder was? Nein. Bleibst du da? Ich geh rauf gerade. Nein. Nicht, du rennst ja nur du in der Gegend um die ganze Zeit. Jetzt bleib mal da. Kill Creeps. Okay. Ja, oh, unser Courier ist draufgegangen, sehr gut. Wir haben einen TP. Bubble hätten wir. Oh wow. Da ist er. Wo? Was? Wer? Orange. Der Ursa. Ja, push mal noch ein bisschen, die sind immer noch zu dritt oben gewesen gerade. Sind immer noch zwei oben. Achtung, jetzt ist er da, ja, war ich weg. Ah nein, Ogre. Fahrt mich rauf. Ich gehe in die Base kurz, da der Kurier hin ist.
Die rennen die ganze Zeit zu dritt herum. Der Urs hat schon wieder einen Smoke einstecken, also wird bald Rausch machen. Mhm. Rubik wartet. Ah! Oh! Pass auf, da ist der Urs noch drinnen. Komm schon, aber ich bin langsam und 15 Sekunden habe ich auf der Bubble. So, ist er noch drin? Nein, nein, der Roche ist noch gar nicht da. So, Roche ist noch. Jetzt, Achtung. Sorry. Das ist scheiße, Stormspiel ist genau so arschlecker nicht drin. Warum hast du die Mask of Madness so spät zunten? Weil sie noch auf von Cooldown war. Schau uns an, wo wir beide hingesappt sind. Ja, tippe dich weg. Ja, die, das Q von mir. Holy crap. Der Invoker hat sich umgebracht. Ja. Mal so eine. Alle bauen Blink-Dagger und Stuns und dann haut der Ursa auch tot. Soll ich auf Verdacht reinkronen? Nein. Ja, du kannst auf Verdacht reinkronen, aber wir sind alle da. Ja. Ich meine, du könntest schon. Nein, der stunt mich von außen einfach. Das war. Scheiß Dreck! Das ist eine schlechte Idee, den Alche. Wow. Das war. Ja, das war eine Exegese von dir. Ja, ich weiß. Oh, und er hat auch noch meine Kronos, sehr gut. Alter, Blinkdagger, der Blinkdagger. Alle haben Blinkdagger.